Wir wollen uns die Frage stellen, schätzen wir wirklich das Vorrecht, vom Schöpfer des Universums persönlich eingeladen zu werden, um uns mit ihm an seinen Festen zu treffen, um seinen besonderen Segen zu erhalten? Er lädt uns heute zum Passafest ein. Und die meisten Menschen wollen es einfach nicht begreifen oder wahrhaben, dass die jährlichen Feste, wie zum Beispiel das Passafest, heute genauso bindend sind wie damals. Diese Feste stehen im Bund, den Jahwe mit seinem Volk machte, und dieser Bund ist heute noch gültig. Diesen Bund, den Jahwe mit den Kindern Israel im Berg Israel erneuerte, der den wöchentlichen sowie die jährlichen Sabbate enthält, wurde vom Schöpfer zu keiner Zeit widerrufen. Das bedeutet, dass dieses Bündnis immer noch in Kraft ist und die jährlichen Termine auch heute noch bindend sind. Die Schrift ist in dieser Hinsicht klar. Es war der Mensch, vom Erzfeind inspiriert, der Jahwes Feste entfernte und dafür seine eigenen, vom Heidentum kommenden einsetzte. Die Feste gehören Jahwe, dem Herrn, 3. Mose 23, 2. Er nannte sie meine Feste. Sie sind nicht jüdisch oder nur für Juden gedacht. Jahwe wandelt sich nicht, heißt es in Malachi 3, 6. Er ändert auch nicht, was auf seinen Lippen gegangen ist, Psalm 89, 34. Und Yeshua, Jesus, ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit, Hebräer 13, Vers 8. Wenn du Yeshua angehörst, dann bist du auch Abrahams Same, Galater 3, 29. Die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass der neue Bund mit dem Haus Israel gemacht wird, nach Hebräer 8, Vers 10, und nicht mit den Heiden oder Christen. Die Heiden müssen in Israel eingepropft werden und nicht umgekehrt, Römer 11, 17 bis 21. Wenn deine und meine Religion keine Gemeinsamkeiten mit Abraham und Israel hat, dann befinden wir uns außerhalb des Bündnisses und wir sollten wissen, was das bedeutet. Das meint nämlich Verdammnis. Der alte Bund, der mit dem alten Israel geschlossen wurde, ist heute immer noch für mich gültig, wenn ich Teil des geistlichen Israels bin. Und Folgendes ist für viele schwer anzunehmen. Es gibt kein anderes auserwähltes Volk. Entweder ich bin in Israel eingepropft oder ich bin es nicht. Bevor wir zu unserem heutigen Thema gehen, lasst uns zum Gebet gehen. Lieber Vater im Himmel, im Namen Yeshua HaMashiach, unseres Heilendes, kommen wir zu dir und bitten dich um deinen besonderen Segen für diese Präsentation, dass du uns die Augen öffnest und dass du uns zeigst, wie wichtig es ist, dich jetzt zu suchen. Im Namen Yeshua danken wir dir, dass du uns erhörst. Amen. Das Thema der heutigen Präsentation heißt: Es ist Zeit, Jahwe zu suchen, bis er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Das ist von Hosea 10, 12. So, wer machte den Aufruf? Es war Hosea, einer der kleinen Propheten. Hosea prophezeite während einer dunklen Ära der Geschichte Israels, zur Zeit des Niedergangs und Fall des Nordreiches im 8. Jahrhundert. Der Abfall des Volkes war weit verbreitet. Sie wandten sich von Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, um die Stierbilder Jeroboams nach Hosea 8, 4 bis 6 und Baal, den kananäischen Gott, zu dienen. Das Volk wurde von ihren Königen und Priestern vom Gesetz Mose abtrünnig gemacht. So, wer verführte das Volk? Ihre eigenen Führer. Sie wurden von denen verführt, denen sie am meisten vertrauten. Geschieht das heute auch noch? Das Volk verließ die Verehrung Jahwes und verehrten andere Götter,
vor allem Baal, den Kanaaniter, Gott der Fruchtbarkeit. Andere Sünden folgten, darunter Mord, Meineid, Diebstahl und sexuelle Sünden. Hosea 4, 1-2. Hosea erklärte, es sei denn, dass sie ihre Sünden bereuten, wird Gott es zulassen, dass ihre Nation vernichtet wird und sie in die assyrische Gefangenschaft geführt werden. Hosea 9, Vers 3. Der zurzeit größten Nation. Und das können wir unter dieser Webseite lesen. Hat die heutige Menschheit den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auch verlassen? Es war damals höchste Zeit, Jahwe zu suchen. In den letzten Jahrzehnten ist es in den Vereinigten Staaten als Beispiel der Kirchenbesuch stetig zurückgegangen. Der Prozentsatz der Amerikaner, die sich zum Christentum bekennen, ist viel weniger geworden. So heute ist es auch die höchste Zeit, Jahwe zu suchen. Ich meine dabei, ihn wirklich mit aufrichtigem Herzen und Verlangen zu suchen. Wir sprechen hier von unserem Lebensspender, den Lebenserhalter, der das Universum in seinen Händen hält. Ohne ihn können wir nicht existieren, ob die Menschen es wahrhaben wollen oder nicht. In ihm leben, weben und sind wir, sagt die Bibel. So, was bedeutet es überhaupt, Jahwe, den Herrn, zu suchen? Ihn zu suchen meint sein Angesicht, seine Gegenwart, seine Gerechtigkeit und sein Gesetz zu suchen, damit wir mit ihm in Einklang und Harmonie sind und natürlich seinen vollen Segen empfangen können. Wir müssen bewusst und entschlossen Jahwe, seinen Willen und seinen Weg wählen. Jahwe zu suchen ist eine persönliche Entscheidung, die niemand für uns treffen kann, außer dass wir füreinander im Gebet Fürbitte einbringen. In 1. Chronik 22, 19 werden wir aufgerufen, richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, Jahwe, eurem Gott, zu suchen. Sei entschieden, suche ihn von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und ganzer Seele. Man sollte ernsthafte Bemühungen machen, um das zu tun, denn es geht nichts Wichtigeres im Leben des Menschen. Vermeidet alles, einschließlich solche Menschen, die euch von diesem Ziel, Jahwe, seine Wahrheit und seine Gerechtigkeit zu suchen, ablenken oder ein Hindernis sein könnten. Das ist wiederum eine persönliche Verantwortung, eine persönliche Entscheidung, die niemand für uns machen kann. Was würden wir von einem Bauern denken, der sein bestes Feld Jahr für Jahr brach liegen lässt, ohne es zu bearbeiten? Wir würden denken, dass er faul und nachlässig ist. Jedoch vernachlässigen die meisten Menschen ihre eigenen Seelen. Abgesehen davon, dass ihr inneres Feld dadurch voller Unkraut ist und überaus faulig aussieht. Hosea wurde als Prophet berufen, um die Bosheit Israels aufzudecken, indem sie von ihrem Gott abgefallen sind. Ihre Sünden werden in Vers 13 wie folgt zusammengesetzt. Es heißt dort, ihr habt Gesetzlosigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen, denn du hast auf deinen Wege vertraut, auf die Menge deiner Helden. Hosea 10, Vers 13. Wir dürfen uns nicht selbst vertrauen, auch nicht auf jemand anders. Aber das ist genau, was die Israeliten machten und was Menschen heutzutage tun. Psalm 146, 3 bis 4 gibt den Ratschlag, vertraut nicht auf Fürsten, auf einen Menschensohn, bei welchem keine Rettung ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. An selbigen Tage gehen seine Pläne zugrunde. So warum sollten wir so einem vergänglichen Menschen, wie wir selbst sind, vertrauen? Und doch machen das auch heute viele Menschen. Aber, dann heißt es weiter in Vers 5 in Psalm 146, glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs,
dessen Hoffnung auf Jahwe, seinen Gott, ist. Hosea prophezeite zu einem Zeitpunkt, wo Jahwe etwas mit diesem sündigen Volk tun musste. Er prophezeite also zu einer Zeit, wo sich das Königreich immer noch in einem blühenden, wohlhabenden Zustand befand. Männer sollten in ihren sündigen Wegen, nur weil es ihnen in der Welt gut geht und sie Erfolg haben und gedeihen, nicht geschmeichelt werden, sondern sie sollten auch dann gerügt und ihnen deutlich gesagt werden, dass ihre Sicherheit nicht in ihrem Wohlstand oder Erfolg liegt. Beachtet, um welche nationale Sünden es geht, mit denen Israel beschuldigt wird und die ein nationales Gericht zur Folge haben. Der Prophet spricht diese deutlich aus oder deutlich an, denn es würde nichts nützen, ihnen zu schmeicheln. Hier sind die Probleme, die Hosea aufführt. Sie hatten keine Früchte der Gerechtigkeit. Sie waren wie ein wuchernder Weinstock. Hosea 10, Vers 1. Sie vermehrten ihre Altäre und verschönerten ihre Bildsäulen, und je mehr Gott sie segnete, je entschiedener dienten sie ihren Götzen. Ihre Herzen waren geteilt, Hosea 10, Vers 2. Sie waren unter sich uneins. Sie konnten sich zwischen Jahwe und ihren Götzen nicht entscheiden. Sie hinkten auf beide Seiten. Ihre Worte waren wertlos. Sie hatten eitle Worte geredet, falsch geschworen, Bündnisse geschlossen. Klingt das nicht bekannt? Ist das heute auch so? Es war sicherlich an der Zeit, für Israel Jahwe zu suchen und zu ihm zurückzukehren. Ist es für also das heutige Geschlecht an der Zeit, Jahwe zu suchen? Durchaus, auf jeden Fall. In Lukas 18, Vers 8 stellte Jeschua die Frage hinsichtlich seiner Wiederkunft: Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Und dann sagte er in Lukas 17, Vers 26: Und gleich wie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Die Mehrzahl der Menschheit lebt ohne Gott, ohne göttliche Richtlinien, ohne moralische Grundsätze, und sie suchen ihn auch nicht, der ihnen helfen kann. Das bezieht sich hier auf unsere heutige Zeit. Es hat sich nichts geändert. In Jesaja 55, 6 bis 7 werden wir ermutigt, Jahwe zu suchen. Suchet Jahwe, während er sich finden lässt. Rufet ihn an, während er nahe ist. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu Jahwe, so wird er sich sein Erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Weil es einmal eine Zeit geben wird, meine Freunde, wenn das Wort Jahwes nicht mehr zu finden ist. Hier ist die Prophezeiung in Amos Kapitel 8, die Verse 11 bis 12. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr Jahwe, da werde ich einen Hunger in das Land senden, nicht einen Hunger nach Brot und einen Durst nach Wasser, sondern die Worte Jahwes zu hören. Und sie werden umherschweifen von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Sie werden umherlaufen, um das Wort Jahwes zu suchen, und werden es nicht finden. Die meisten Menschen suchen Ruhm, Reichtum, Einfluss, Macht und so weiter. Aber im Verhältnis nur wenige suchen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Obwohl ihn zu suchen ist des Menschen herrlichstes und lohnendstes Ziel. Eines der Probleme, Jahwe zu suchen und zu finden, ist, dass er von uns aufgrund unserer eigenen Sündhaftigkeit verborgen ist. Jesaja sagt in Kapitel 59, Vers 2: Siehe, die Hand Jahwes ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten
haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Jesaja 59, 1-2. In der Schrift finden wir Beispiele von Menschen, die Jahwe ernsthaft und aufrichtig suchten. Wie der König David als Beispiel. Er rief aus: Du sprichst, suchet mein Angesicht, dein Angesicht, Jahwe, suche ich. Weil David Jahwe suchte, gab er ihm ein Königreich, das für immer währen soll. King Asa war ein Gottsucher. Wir lesen über Asa und seinem Volk in 2. Chronik 15, Vers 12 von der Luther-Übersetzung. Und sie traten in den Bund, dass sie suchten Jahwe, den Herrn, ihre Väter Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wir lesen auch, dass der gute König Asa eine Verordnung machte, dass alle, die sich verweigerten, Jahwe zu suchen, sterben müssten. 2. Chronik 15, 13. In seinem Eifer entfernte er die Altäre und Höhen Israels. Auch setzte Asa der König ab Maacha, seine Mutter, dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gestiftet hatte. 2. Chronik 15, Vers 16. Als er später von einer mächtigen Menge Äthiopier und anderen angegriffen wurde, redete der Prophet Asaria mit ihm und seinen verwirrten Truppen. Der Prophet sagte zu ihnen: Höret mir zu, Asa, und ganz Juda und Benjamin. Jahwe ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch auch verlassen. 2. Chronik 15, 2. Jahwe ging dann und gab dem König Asa einen wunderbaren und gewaltigen Sieg. Dann haben wir den jungen König Josia in 2. Chronik 34, 3. Da heißt es: Im 8. Jahr seines Königreichs, da er noch jung war, fing er an zu suchen den Gott seines Vaters David, und im 12. Jahr fing er an zu reinigen Juda und Jerusalem von den Höhen und Aschera-Bildern und Götzen und gegossenen Bildern. Obwohl dieses Königskind ungefähr nur 16 Jahre alt war, war er ein gottesfürchtiger, inbrünstiger Sucher nach Jahwe und seiner Gerechtigkeit. Er ließ vor sich abbrechen die Altäre der Baalim, und die Sonnensäulen obendrauf hieb er ab. Und die Aschera-Bilder und Götzen und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. 2. Chronik 34, 4-7. Man sollte sich die Frage stellen: Wie kann ein Volk, das vorgibt, Jahwe zu kennen, moralisch so tief sinken und alle diese Gräueltaten ausüben, wie die Bibel uns hier berichtet? Josua entfernte alle diesen Schmutz und Gräuel aus Israel, und bei dieser Reinigung des Tempels entdeckten sie das verlorene Buch, die Tora, die Anweisungen Jahwes. Die Botschaft ist, dass wenn wir uns ernsthaft bemühen, Jahwe zu suchen, wir seine Tora, seine Anweisungen und seine Gerechtigkeit finden. Denn in der Tora ist sein Charakter offenbart. Die Tora ist ein Selbstporträt Jahwes. Die Tora malt uns ein Bild vom Schöpfer und Erlöser. Die Tora ist die Lehre, die uns zu Jahwe führt. Und das sind die ersten 5 Bücher Mose. In der Geschichte Israels gab es noch andere Sucher nach Jahwe, wie der König Jehoshaphat und der König Hiskia. In jedem Fall kann man aus der Schrift sehen, dass Jahwe diese Männer auf wundersame Weise half. Wenn wir Jahwe suchen, sucht er uns, um uns zu helfen und zu erretten. Wir sehen aus diesen und anderen biblischen Beispielen, dass das Suchen des Angesichts Jahwe auch etwas von uns verlangt. Wir müssen bereit und willig sein, unsere Götzen zu zerschlagen
und deren Heine auszurotten, sowie die Gräuel aus unseren Herzen zu entfernen und wenn notwendig darum ernsthaft beten, weinen und fasten. Ob es um Weihnachten, Ostern, Halloween und anderen Dingen geht, denn wir können nicht auf beiden Seiten hinken und zwei Herren dienen. Jahwe verlangt auch, dass Männer Gottes, die geistlichen Führer, die Priester und Leviten, sich vorbereiten. An dieser Stelle scheint es, als ob unser Eifer schwindet. Aber wir müssen mit vollem Eifer und Entschiedenheit vorwärts schreiten. Uns wird in 5. Mose 4, 29 die Verheißung gegeben, wenn du aber, Jahwe, den Herrn deinen Gott suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn wirst von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen. Die Tatsache ist, dass unser himmlischer Vater fortwährend, ständig, ohne Unterlass, selbst Ausschau hält, ob ihn jemand sucht. Und das können wir im Psalm 53, Vers 2 lesen. Gott hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. Er schaut ohne Unterlass vom Himmel, um jemanden zu finden, der ihm von ganzem Herzen sucht. Jeremia 5, Vers 1 gibt Jahwe dem Prophet folgende Anweisung. Er sagt, durchstreifet die Gassen Jerusalems und sehe doch unerkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemand findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue sucht, so will ich ihr vergelten. Vergesst nicht, dass wir nur ein Leben, nur eine Möglichkeit, nur eine Chance haben, um unseren Schöpfer und seine Gerechtigkeit zu suchen und zu finden. Deshalb sollten wir Jahwe suchen, solange wir die Möglichkeit haben. Wir können ihn nicht mehr suchen, wenn wir tot sind. In 2. Chronik 12, Vers 13 lesen wir hinsichtlich des König Rehoboam, das war Salomons Sohn, und er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, Jahwe zu suchen. So das meint, Jahwe nicht zu suchen, ist Sünde. Viele Menschen gehen heute zur heidnischen Welt, um geistliche Beratung zu erhalten. Das ist verrückt. Als Beispiel wandten sich Millionen von Amerikanern, besonders Frauen, an Oprah Winfrey und ihren New Age-Gästen, um Antworten über Gott zu finden. Was sagt uns das? Menschen sehnen sich nach etwas. Sie sehnen sich nach Wahrheit. Sie sehnen sich nach etwas, an das sie glauben und vertrauen können. Sie fühlen, dass in ihrem Leben etwas fehlt. Sie fühlen, dass etwas in der Luft liegt, aber sie wissen nicht was. Sie sind besorgt von den Dingen, die sich in der Welt zurzeit abspielen, nämlich Ungewissenheit, Krieg und Geschrei von Kriegen, wirtschaftliche und finanzielle Unsicherheit. Sie haben Angst. Länder wie Iran entwickeln die Atombombe mit dem Wunsch, den Staat Israel zu vernichten. Städte und Staaten sind pleite und die Liste geht weiter und weiter. Die Menschen suchen also auf irgendeine Art Sicherheit und Frieden, einen Ausweg zu finden. Oprah Winfrey sagte öffentlich, Jesus kann unmöglich der einzige Weg zum Himmel sein. Und da liegt sie völlig falsch, wenn sie von Yeshua HaMashiach spricht. Denn man braucht nur Johannes 14, Vers 6, Apostelgeschichte 4, 10 bis 12 und 2. Thessalonicher 1, Vers 8 und 9 lesen. Und es ist in keinem anderen Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, 12, Elbefelde, Bibel. Hosea wurde der Prophet des gebrochenen Herzens genannt. Durch die Erfahrung seiner persönlichen Leidensgeschichte, sein zerrüttetes Heim und einer verratenen Liebe erhielt Hosea eine deutliche Offenbarung des Herzens Gottes,
wegen des abtrünnigen Volkes. Er erkannte, dass Jahwe auch ein Leidender, ein Opfer der Untreue war. In Jahwes Fall war Israel die untreue Ehefrau. Jahwe war der geschädigte Mann, das Opfer der Untreue seiner Geliebten, indem sie ihn verließ und anderen Göttern nachging. So groß und tief war Hoseas Liebe, so groß war sein vergebenes Herz, dass er Gomer suchte und nachdem er sie fand, nahm er sie wieder in sein Heim als Ehefrau zurück. Nach dieser Erfahrung richtet er bittend die Einladung an Israel. Bekehre dich, Israel, zu Jahwe, deinem Elohim, denn du bist gefallen um deiner Missetat willen. Sucht ihn, solange er zu finden ist. Als Hosea schrieb, waren die Zeiten turbulent. Es waren die letzten Jahre der Regierungszeit von Jeroboam II. Der alte Weibersommer Israels ging zum Winter der Unzufriedenheit über. Nach Jeroboam kam eine Zeit der Anarchie, Mord und Verwirrung. Jahwe hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Hosea 4, 1-2. So sah es zu dieser Zeit in Israel, dem verheißenen Land, aus. Ist das nicht eine traurige Angelegenheit? Es war sicherlich höchste Zeit, Jahwe unbedingt und dringend zu suchen. Diese Worte waren keine zufällige Aussage, sondern sie standen in vollkommener Harmonie mit der Botschaft des Buches. Das war ein aus Jahwes Herzens kommender Appell an Israel. Und es ist auch heute sein Appell an jedem Einzelnen von uns. Unter den wenigen, die heute noch in eine Kirche gehen, herrscht viel Gleichgültigkeit. Die Herzen der Menschen sind kalt und gespalten. Ihre Hände sind müßig, pflichtbewusst, doch ohne Freude. Gehen sie in eine spärlich gefüllte Kirche und sitzen in ihren gewohnten Plätzen, und was passiert? Gar nichts. Weil durch die zunehmende Gesetzlosigkeit oder Toralosigkeit die Liebe in vielen Menschen erkaltet ist. Es ist höchste Zeit, Jahwe zu suchen. Aus welchem Grund? Warum die Dringlichkeit? Weil die Zeit der Aussaat bald vor Ende ist, bald vorbei ist. Und die Zeit der Ernte kommt. Und wie wird die Ernte ausfallen? Wenn wir Jahwe suchen, wird die Ernte gute Früchte bringen. Hosea 4, Vers 12. Darum sehet euch Gerechtigkeit und erntet Liebe. Pflüget ein Neues, weil es Zeit ist, Jahwe zu suchen, bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Wenn wir es jedoch versäumen, ihn zu suchen, ernten wir Ungerechtigkeit. Nachdem David den Himmel, die Werke der Schöpfung, den Mond und die Sterne betrachtete, stellte er die Frage in Psalm 8, Vers 4: Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seine annimmst? Oder in der Schlachterbibel heißt es: Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschensohn, dass du auf ihn acht hast? In anderen Worten, warum geht unser himmlischer Vater durch alle diese Probleme hindurch, durch die Schwierigkeiten, Kummer mit den Menschen, wie es uns im Leben des Propheten gezeigt wird? Warum plagt er sich so lange mit der Menschheit herum? Warum gibt er die Menschen nicht einfach auf? Es gibt mindestens zwei Gründe dafür, dass er das nicht macht. Nummer 1, Psalm 103, 8 sagt:
Barmherzig und gnädig ist Jahwe, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und laut 1. Timotheus 2,4: Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Nummer 2: Denn er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir Staub sind. Psalm 103, Vers 14. In Hosea 11, Vers 8 sagt Jahwe: Wie sollte ich dich hingeben, Ephraim, dich überliefern, Israel? Jahwe liebt sein Volk, denn der Mensch ist sehr kostbar in seinen Augen, und ich bin dankbar, dass dies der Fall ist. Ich bin dankbar, dass er mich nicht schon lange aufgegeben hat, denn er hat viele Jahre auf den richtigen Augenblick gewartet, bis er mir die Wahrheit der Tora zeigte. Ich wurde angelogen, predigte selber Irrlehren, rebellierte gegen ihn, aber er gab mir eine zweite Gelegenheit, und das trifft auch auf andere Menschen zu. In Hoseas Prophezeiung geht es einzig und allein um Jahwes unendliche Liebe zu einem sündhaften Israel, indem er versucht, sie zu ihm zurückzubringen. Man glaubt, dass Hosea der erste Prophet ist, der den Ehebund verwendet, um das Bündnis zwischen Gott und Israel zu vergleichen. Unser himmlischer Vater lässt nichts unversucht, um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu erhalten, um ihm dann eine Chance zu geben, zu ihm zurückzukehren. Er tat es mit den Kindern Israel und er macht es heute. Diese Botschaft geht über die ganze Welt hinaus, um Menschen zur Buße zu rufen, zu Jahwe und zu seiner Gerechtigkeit, zu den alten vergessenen Pfaden zurückzukehren. Die biblische Begebenheit von Hoseas Ehe mit Gomer illustriert dieses anschaulich. Gomer verließ ihren Ehemann für andere Männer. Sie beging mehrere Male Ehebruch. Immer wieder ordnete Jahwe Hosea an, Gomer zurückzuholen, nur um wieder verlassen zu werden. Schließlich fand er sie bei der Versteigerung, um als Sklave verkauft zu werden. Selbst in ihrem heruntergekommenen, verdorbenen Zustand kaufte er sie zurück, um sie wieder als seine Frau zurückzunehmen. Könnt ihr das verstehen? Was hatte diese Frau wirklich verdient? Sie hätte als Sklavin verkauft werden sollen, denn das hatte sie verdient. Das ist, was wir denken. Diese Frau repräsentiert sein Volk, du und ich. Wir sind der Gnade und Barmherzigkeit, die Jahwe uns entgegenbringt, nicht würdig. Wir verdienen die ewige Verdammnis. Wie bereits erwähnt, unser himmlischer Vater wartet und sucht auch heute noch Menschen, die geheilt und errettet werden möchten. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Ein großer, beträchtlicher Preis wurde für den winzigen Mensch bezahlt, den man mit Geld, Gold, Silber, Aktien oder Besitztum nicht vergleichen kann. Jedoch die Zeitspanne, in der wir Jahwe suchen können, endet eines Tages. Der Besitzer eines Feigenbaumes hatte für 3 Jahre Früchte ohne Erfolg gesucht. Als seine Geduld endete, sagte er zu dem Weingärtner: Hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Und warum wurde er nicht abgehauen? Wegen des Weingärtners Fürsprache. Er beantwortet und sagte zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Lukas 13, 8 bis 9. Der Tag der Gnade für den fruchtlosen Baum betrug 1 Jahr. Die Sache ist, dass jede Gnadenzeit begrenzt ist und ein Ende hat.
Die Zeitperiode, in der man die Erlösung suchen und finden kann, wird einmal zu Ende gehen. Und die Folgen sind ewig bleibend. Über 500 Jahre bevor Jeschua kam, veranlasste Nehemia unter Jahwes Volk eine der größten Erweckungen aller Zeiten. Die Israeliten lebten ein weltliches Leben und wurden von Gott verurteilt und durch die Babylonier gestraft. Sie wurden für eine ganze Generation verbannt. Als Nehemia den König als Mundschenk diente, war er tief betrübt und besorgt für seine Brüder und Schwestern in Jerusalem. Die Mauern waren zerbrochen, die Tore mit Feuer verbrannt. Nehemia war persönlich betroffen. Es war keine Zeit für ihn, freudig und glücklich zu sein. Wir müssen mit unserer gegenwärtigen schlechten Situation ehrlich umgehen, ohne damit andere zu belästigen oder zu beschuldigen. Wir müssen mit unseren Problemen und Schwierigkeiten zu Gott gehen, zu Jahwe, und das war ganz genau, was Nehemia machte. Es war ein Augenblick, in dem Israel ihr tiefes Bedürfnis einer Wiederherstellung erkannte. Wir brauchen eine klare Erkenntnis der Ursache, warum wir uns in einer bestimmten Situation befinden. Jeremia sagte, wir haben sehr verderbt, gegen dich gehandelt und haben nicht beobachtet die Gebote und die Satzungen und die Rechte, welche du deinem Knecht Moses gegeben hast. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knechte Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehret und meine Gebote beobachtet und sie tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein. So würde ich sie von dannen sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Nehemia 1, 7 bis 9. Fand diese Zerstreuung Israels statt? Dieselben Worte, die Nehemia an Israel richtete, gelten auch für die heutige Christenheit. Die Christen folgen nicht den Geboten, Satzungen und Rechten der Tora. Sie folgen auch nicht dem hebräischen Jeschua, sondern einem griechischen Jesus, der von Konstantin im 3. Jahrhundert eingeführt wurde. Also einem anderen Jesus, vor dem Paulus bereits warnte. Deshalb ist es die höchste Zeit für bekennende Christen, Jahwe zu suchen und zur Tora, den Satzungen und Rechten, die Mose gegeben wurden, zurückzukehren. Denn diese Anweisungen oder dieser Bund ist für das heutige Geschlecht noch bindend. Laut der Schrift ändert Jahwe sich nicht. Denn ich, Jahwe, ich verändere mich nicht. Malachi 3,6. Deshalb haben wir die Worte Malachi 4,4 für die letzte Generation. Gedenket des Gesetzes Mose, meines Knechtes, welches ich ihm auf Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechte. In der deutschen Bibel, in meisten, steht es wahrscheinlich Malachi 3, Vers 21. Als der verlorene Sohn zur Besinnung kam, sagte er, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Lukas 15, 17. Was war seine Entscheidung? Als er seine hoffnungslose Situation erkannte, ich gehe nach Hause. War das eine gute Entscheidung? Absolut. Das heutige Geschlecht sollte auch zur Besinnung kommen und erkennen, was sie hier herbrachte, wo sie jetzt sind, und sollten Jahwe suchen, zu ihm zurückkehren und seinen Geboten, Satzungen und Rechten folgen. Amos 5, Vers 8 in der Elberfelder Bibel sagt, suche den, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat und den Todesschatten in Morgen verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert.
der den Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde. Jahwe ist sein Name. Wir leben in den letzten Tagen. Die Zeit läuft ab. Jeschua kommt bald wieder, ob die Menschen bereit sind oder nicht. Denkt daran, wir haben eine Krone zu ererben, einen Himmel zu gewinnen und eine Hölle zu scheuen. Wenn wir die Bibel lesen und einen Blick auf die Zeichen der Zeit werfen und den Zustand der Welt sehen, müssen wir erkennen, dass das Ende nahe und es höchste Zeit ist, Jahwe zu suchen. Zephania sprach von einem Tag des drohenden Untergangs Israels. Er sprach auch ständig vom Tag Jahwes. Er warnte vor dem kommenden Gericht Gottes. Geht in euch und sammelt euch, du Nation ohne Scham, ehe der Beschluss gebiert, wie Spreu fährt der Tag daher, ehe denn über euch komme die Glut des Sohnes Jahwes, ehe denn über euch komme der Tag des Sohnes Jahwes. Suchet Jahwe, alle ihr Sanftmütigen des Landes, die ihr sein Recht gewürgt habt. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Tage des Sohnes Jahwe. Ist das ein guter Ratschlag? Absolut. Unseren Schöpfer und Erlöser zu suchen, ist die schwerwiegendste Angelegenheit, die uns als Menschen konfrontiert. Denn alles andere zählt am Ende nichts mehr. Wenn wir ihn haben, dann besitzen wir alles. Deshalb nehmt 2. Chronik 16, 11 zu Herzen, trachtet nach Jahwe und seine Stärke, suchet sein Angesicht beständig. In Offenbarung 22, 17 ist die Einladung: Und wen der dürstet, der komme, und wer der will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jeschua der Messias ist unsere Erlösung und kein anderer. Er ist das lebende Wort, die lebende Tora, die lebenden Anweisungen. Denn Johannes 1,14 sagt, das Wort wurde Fleisch. Sprüche 6,23 sagt uns, denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz, die Tora ein Licht und die Strafe der Zucht ist ein Weg des Lebens. Psalm 119, 142, deine Tora ist die Wahrheit. Macht es zum Gesetz eures Lebens, von dem euch keine Versuchung und keine anderen Interessen abzubringen vermögen, Jahwe und seine Gerechtigkeit, seine Tora zu suchen und zu folgen. Und alles ist dann in Ordnung. Das ist mein Gebet für uns alle. Amen.